Das war's. Na, da kommt her und frittiert den halt mal kurz im Schockeil. Unser Skelett kommt her und killt, dann läuft er halt knallhart durch die Sequenz durch und frittiert. Das feiere ich gerade ab, Mann. Echt sehr, sehr geil. Wir gucken uns noch kurz mal um, weil da drüben scheint es nicht irgendwas noch zu geben. Nee, nur eine Aussicht in die Höhle rein. Okay. Hey, Hombre, komm mal her. Episch, Alter. Ohne Witz. Läuft der Knaller die Videos noch mal. Alter, ich warte jetzt nicht, bis du fertig bist. Du kriegst auf die Fresse. Voll geil. Ah, ich mag das Skelett. Genau mein Geschmack. Ah, toll, toll. Lorcarene. Schua! So. Die Samen unten noch sammeln, das machen wir auf jeden Fall jetzt auf dem Weg. Achso, Friend. Alter, das war ganz cool. Ihr werdet Könnt ihr mal aufhören, auf den Piss zu gehen? Blöde Viecher. Ach, ernsthaft. Da, schon wieder, er tut es schon wieder. Oh, das ist geil. I love this. So. Halt, müssen wir mal kurz zurück und da hoch. Wobei, dann können wir auch hier lang laufen. Ach ja, Mann. Multi-Kill. So, irgendwer noch Fragen? So, dann müssen wir da links lang. Ah, ein Bär. Hi, Bär. Tschüss, Bär. Ach, ernsthaft, Jungs. So, Schnauze. So, muss noch kurz was einsammeln. Da muss man noch eine Aufgabe mitnehmen. Von wem aber? Erstmal das Ding hier. Ach, hallo? Was machst du da drin? Bitte, ihr müsst den Käfig öffnen. Die Jotten sind satt von der Antilope. Aber ich mag nicht, wie der Große mich angesehen hat. Ja, tun? Der Große hat immer wieder in die Antilope gebissen und mich dann angegrenzt. Ich will in meinem ganzen Leben nie wieder einen Jotun sehen. Lorcarene? Der da hat einfach nicht aufgehört, über all die Schätze zu reden, die wir hier finden werden. Aber alles, was uns erwartet hat, waren Jotun und Schwierigkeiten. Und ihr selbst, euren Wilsa? Ich durchstreife die Welt bereits seit meiner Kindheit. Es ist einfach nicht mein Schicksal, mich irgendwo niederzulassen. Was ist passiert? Ich habe versucht, einen Weg aus diesem Wald zu finden, als ich über diese Jotun gestolpert bin. Sie haben mich gepackt und eingesperrt. Von einem Käfig in den nächsten. Wenn ihr versteht, was ich meine. Lasst mich bitte hier raus. Wer ist Marga? Ein süßes Mädchen, aber sie will Verpflichtungen, zu denen ich noch nicht bereit bin. Ich musste einfach weg. Sie hat mir immer Geschichten von ihrer Großmutter erzählt. Über Wesen, die Menschen in Tiere verwandeln. Sie hat daran geglaubt. Und damit hatte ich meinen Ausweg. Dass mich Jotun gefangen nehmen, hatte ich natürlich nicht erwartet. Ich lasse euch raus. Lupuku sei Dank. Ich schulde euch etwas. Falls ihr ein Mädchen mit Namen Marga Samok trefft, sagt ihr nicht, dass ihr mich gesehen habt. Erzählt ihr einfach, ich sei eine Antilope. Sie versteht dann schon. Nochmals danke. Marga Samok? Sie ist ein wunderschönes Mädchen und es hat Spaß gemacht, in ihrer Nähe zu sein. Anfangs jedenfalls. Aber dann hat sie angefangen, über Heirat und Kinder zu reden. Ich bin noch nicht bereit dafür. Na gut.
Meint ihr die Viecher? Juhu! Jungs! Hey! So haben wir aber nicht gewettet, Kollege. Jo, okay, das hat weh. Ups, war gerade noch weg. War ein Fehler. Ach, wir sind Einzelbehandlung. Au! Arsch. Hey, geh mal weg. Hier droppt nichts, ernsthaft? Wir haben gerade schon mal hier so eine Räume auf uns. Geschichten nicht mehr anhören. So, tschüss, mein Freund. Perfekt. Ach, ich hab's noch nicht aktiviert, die Geschichte. Okay, dann jetzt aber. Im dritten Jahr der Reise betrat Tirin Dalentat. Durch dunklen Wald und Feinfeld wanderte sie, bis sie zu den Wurzeln des Kinds des mächtigen Vilagru kam. So beladen mit Lyrias Lied, die größte bekannte Magie, sprach sie mit dem Geist der Natur. Doch die Worte, die sie suchte, waren nicht zu finden. Also reiste die von Lyria geführte Tirin zu den Eratel-Ebenen. Wind verfolgte ihren dunklen Umhang. Ihre Locken maskierte sie gegenüber den mondbeleuchteten Ebenen. Dieser ebenhölzerne Abendgruß, dieser farbige Umriss, der vor so langer Zeit uns zeichnete. So marschierte Tirin vor der himmlischen Weite. Unter dem diamantenen Himmel machte sie Rast. Ah, schön. Ich kann's nicht glauben. Hä, was? Es ist etwas passiert, nicht wahr? Ich sehe es euch an. Habt ihr Orain gefunden? Ist die Frage, was wir tun sollen. Ich möchte nicht, dass es sich falsche Hoffnung oder sonst was macht. Komm, hier. Er hat sich das nur ausgedacht? Ja. Ich kann nicht glauben, dass er so etwas tun würde. Wenn ich ihn in die Finger kriege, wird er sich wünschen, die Jotun hätten ihn gefressen. Bitte, nehmt das. Es war ein Geschenk von Orain. Ich brauche es nicht mehr. Ich will eher ehrlicher gegen ihn sein, weil das hat sie A nicht verdient. Und zweitens soll sie nicht ihm hinterher trauern oder sonst, dass sie sich Sorgen machen. Da ist natürlich Stress jetzt mit der Krieg, ist ein Problem. Das soll er einfach mit ihr reden, Mann. Wo ist das Problem? Sagst du, hey, grad Heirat und Kinder und so, keep cool, ne? Gib uns so ein bisschen Zeit. Aber naja, konnte ja nicht. Von daher ist sie ihn ruhig zu fleischen. Lorca Ranne. Hätten wir doch nur nie auf Jeddah gehört. Kein Schatz der Welt ist das hier wert. Jeddah Käse? Ich vermisse meine Familie. Ich will einfach nur nach Hause. Warum bin ich Orain nur in diesen verfluchten Wald gefolgt? Orain Wilsa. Er ist nichts weiter als ein verlogener Sack Krudok-Schleim. Meine Mutter hatte die ganze Zeit über recht. Tja, Turin und Jeddah. Als Turin verschwunden ist und Jeddah loszog, um ihn zu suchen, dachte ich, ich hätte endlich etwas Zeit mit Orain allein. Aber dann war auch er plötzlich fort. Schade. Lebt wohl. So, wir laufen unten lang und holen uns die restlichen Samen dann noch. Und eine Kiste natürlich. Hä? Ach, ich sehe das so. Ja, okay. Ich kann auch anders. So, any questions? Irgendwer? So, danke. Mitnehmen. Da unten ist noch eine Aufgabe. Ach, das ist gerade witzig alles. Das gefällt mir. Juhu! Sagt mir, Fremde, habt ihr in diesen Ruinen einen jungen Mann gesehen, der sich verirrt hat? Vielleicht zusammen mit einem jungen Paar, das die Augen nicht voneinander lassen kann.
Cheddar Kerning? Ich werde mich nicht damit begnügen, einfach nur ein gewöhnliches Leben zu führen. In diesen Ruinen gibt es Schätze. Ich werde sie finden und das angenehme Leben führen, das ich verdient habe. Du wirst sterben. Locker renne. Wir dachten, wir würden friedliche Ruinen vorfinden, die von vergessenem Gold nur so überfließen. Aber nein, es gibt hier nichts als Elfengestrüpp und geschwätzige Feinen. Mädchen, bisschen falschen Platz. In einer Ruine zu finden, wenn Haufen Schätze drin sind, ist nie easy. Ostuin. Seid ihr diesem unmöglichen Feind schon begegnet, der über nichts anderes redet als Blumen und Zyklen? Ich glaube, er hat nicht ein Wort von dem gehört, was ich gesagt habe. Turteltäubchen. Nachdem wir Turin verloren hatten, wollten Marga und Orain allein weiterziehen. Mir war das recht. Ich wusste, wo hinter sie her waren. Sie waren ohnehin keine große Hilfe. Oh. Ein junger Mann? Ja, Turin. Wir wurden beim Erkunden der Ruinen getrennt. Ich muss ihn finden. Wer sind diese Leute? Sie sind meine Freunde. Wir haben diese Ruinen gemeinsam betreten, aber langsam bezweifle ich, dass sie irgendeiner von uns auch wieder verlässt. Orain und Marga sind in Sicherheit. Sie sind in Sicherheit? Dann fehlt also nur noch Turin. Genau. Wenn ihr ihn trefft, schickt ihn bitte hierher. Ich brauche seine verdammte Schriftrolle. Soll ich nach ihm suchen? Ich bin sicher, dass es ihm gut geht, aber wenn ihr Turin findet, schickt ihn bitte hierher. Ich brauche seine verdammte Schriftrolle. Ja. Schriftrolle? Nicht so wichtig. Es ist eine Art Auftrag. Diese Unternehmung sollte unsere Taschen mit Gold füllen. Jetzt empfände ich es bereits als Erfolg, wenn wir alle mit dem Leben davon kämen. Wo braucht ihr nochmal meine Hilfe? Meine Freunde und ich wurden beim Erkunden der Ruinen getrennt. Ich muss vor allem einen jungen Almein namens Turin finden. Er hat eine Schriftrolle, die ich benötige. Okay. Und falls ihr ihn findet... Was? Soll ich ihn lieb haben, oder... Au! Friends will be friends. Okay, jetzt reicht's. Oh nee. Mann. Arsch. Meine Fresse, die Viecher, du, die Nerven. So, wo ist das Versteckelein? Da ist das Versteckelein. Alles nehmen. Scheiße, dass wir nicht runterspringen können. Ein paar Sachen finde ich doof. Wo nicht gehen. Finde ich echt traurig. Die komischen Samen sammeln auf jeden Fall jetzt noch ein. So, da müssen wir. Da hinten müssen wir hin. Artefakt zur Feste bringen. Ja, ja. Passt. Ja, dann laufen wir jetzt hier den Weg lang und biegen dann links ab und, dann die nächste rechts, links kommen. Ah, rechts, links kombinieren. Okay, ne? Okay, gut. Das kann ich. Ja, ja, Fresse. Ups, da war jetzt mit dem Mana aus. Und du Neubling. Runenherr. Ex-Runenherr. War eigentlich gut rasiert jetzt. Passt. Wird so langsam. Wenn der nur schnell vorkommt, dann ja, passt es eigentlich. Kriegen wir recht gut easy Blatt. Ich glaube, Heiltränke müssen wir gar nicht groß machen. Wir können natürlich wieder ein paar kaufen. Lass mal nachschauen. Nach Turin suchen. Ah ja, das liegt ja alles wieder auf einem Weg. Ah, das ist ja traumhaft. Ja. Geil. Also, das liebe ich, wenn alle so böp nacheinander kommt. Echt cool. So, dann müssen wir ein bisschen zurecht halten. Da ist Teddy, der kann für immer liegen bleiben. Und Skeletti, du lässt ihn auch in Ruhe, ja? Sei bitte so lieb. Danke. Fuck you. Hä, was?
Ja, gut, von mir aus, dann kommt her, gibt's Gruppe kuscheln. Ey, Arsch, da hat euch jetzt gut reagiert. Dadurch das Leben um ein paar Sekunden verlängert. So, jetzt soll ich wohl durchrennen. Scheiße war's. Ich wollte doch eigentlich keinen von euch töten, aber ihr wolltet ja nicht anders. Ihr müsst mich unbedingt angreifen. Hey, guck mal, ein Magier. Okay, eine noch. Echt? Okay, ich dachte gerade so, hä, was? What the fuck? Warte mal, da unten mal rüber. Machen wir gerade mal. Halt, nee, da war's. Mö. Mö. Komisches Tier. Dann war links noch und dann kann man Turin finden. So, zur Ostdür und zurückkehren. Neuer Ort entdeckt. Brunuat. Brunuat? Ach, zu Ostien zurückkehren? Das ist ja gleich. Nach Turin suchen. Ja, okay, er läuft. So. Turin. Oh. Turin, das hat sich erledigt, glaube ich, mit dir. Vertrag. Versiegelt. Turin durchsuchen. Habe ich. Oh, da ist ein Schrein. Sehr schön. Cheddar Käse die Schriftrolle geben. Mulane wird euch dies nicht sagen, denn Stolz verabscheut sie. Sie ist wie der Zahn der Natur. Spitz, stumm, einfach pur. Und doch wird heraus immer sie ragen, unter all den Balladen und Sagen. So groß auch ihre Bescheidenheit, ist sie der beste Ritter doch weit und breit. So, gut, es ist vorbei. Wir müssen... Nee, wo war das jetzt nochmal? Ich verfeil das immer. Netzwald, hierhin. Ja, kurz Material verkaufen wieder. Bumm! Halt, aber bevor wir es mal verkaufen, schaue ich mir das alles erstmal an. 42, Stäbe habe ich keinen Bock drauf. Der Todesschuss. Sekunde. Titanschwer 189. Das ist halt schon eine übelstes DPS-Monster, ne? Wir könnten aber auch herkommen, wenn wir schon mal hier sind, kurz unsere Sache reparieren lassen, beziehungsweise eventuell Sachen auch zerlegen. Hör mal auf damit, bitte, das nervt. So. Und zwar zerlegen wir mal die ganze Sache hier. Zerlegen. Geh so einfach mit weiter. Oh, warte mal, ich habe heute die Rüstung nicht angeschaut. Na, ich bin wieder doof. Boogie, mach schon mal die halbe Sache. So, 40. Da. Brust. Ist nichts Neues. Handschühlein 39. Brauchen wir Macht dafür. Das bringt uns nichts. Beine habe ich kein Interesse. Schühlein. Brauchen wir Macht dafür. Schilde. Im Grunde egal, kann man sie hier nutzen. So, zerlegen. Perfekt. So, schlafen die nicht da vorne? Das ist ja schon zumindest schon mal, das ist gut. Dachbalken müssen zugesägt, es ja, tut mir leid, Fremde. Boah, 47.000, Alter. Wie es scheint, werde ich wohl der Mann sein, der dieses... Bleibt wachsam. Aye, Sir. Heißt im Gegenzug, aber wir können auch nichts mehr verkaufen, oder? Doch, es ist wortechnisch ein bisschen was. Mana-Kosten, Schaden mit Magie kann weg, Siegelring-Balladen kann weg. Frostmond, Giftresistenz, nein. Das war Diebstahl, das wollen wir ja nicht. Wobei es man ja auch machen könnten, aber naja, gut. Man ist ja nicht so, halt, warte doch, die müsste da sein. Ja, da ist sie. Es gibt noch immer viel. Also, ja, was kann okay. ich für euch tun? Einkaufen, verkaufen. Sturmband.
So, große Bandverstärkung, Blutungsresistenz, Schmiedekunst, Frostschutz, Fernlesertrank, Krafttrank kann weg. Das Zeug auch, das sind die Low-Pop-Tränke, die brauchen wir nicht mehr. Seelachs, Flachs, Gedönszeug. Kleine Sylvian-Klingen, das. Ich weiß nicht, ob wir nochmal gut sind. Komischen Handschuhe da. Untersuchen. Hauptkomponenten. Kombiniere dieses Objekt mit sekundären Komponenten, um neue Waffen und Rüstung zu bauen. Ah, okay. Okay. Möge die Witwe euch verschonen. Sie ist doch tot, Mann. Ich wollte mit mir gemeinsam eine Sache machen, dann wäre das schon schief, wenn ich darauf eingegangen wäre. Aber ich habe es nicht getan, Mann. Weil ich cool fand. Und vor allem, weil ich dann... Ich hätte eigentlich doch für mich... Scheiße. Ich hätte doch für mich alleine gehabt. So, jetzt machen wir aber eins. Gehen wir kurz in unser Haus und schauen, dass wir die Dings ablegen. Was haben wir eigentlich alles drin? Nehmen. Verstauen. Oh, das wollte ich jetzt nicht. Jetzt gehen wir mal wegkommen. Auf jeden Fall. Ja, es mehr geht leider nicht. Schade. Gut. Oh, das ist eine Lieferung. Nehmen. Kanarocktuch. So, dann will ich dahin bitte. Dankeschön. Ah, das war nicht ganz die Nähe, die ich mir erhofft hatte, aber gut. Weil jetzt müssen wir nämlich erstmal wieder. Ich bin im völlig falschen Gebiet. Schatz finden. Reagenzien des Murdochs sammeln. Okay, Logbuch. Schriftrollen bringen, aus Syrien zurückkehren. Ja, genau. Was war das? Schatz gefunden. Bruder Bryce finden. Kanal arbeiten. Das Buch der Wein stehlen. Flöte benutzen. Funktioniert irgendwie nicht. Statussymbol. Dieses Messer schmieden. Flammenschlagtränk. Plünderer des Todes beschaffen. Wie sind die Aufgaben? Was ist denn für eine Aufgabe? Chatter, Schriftrolle, Turin durchsuchen, das haben wir gemacht. Wobei, wir wählen kurz die an, dann wissen wir ja, wo wir hin müssen ungefähr. Grob, ja. So, Gebietskarte. Oder warst du schon? Was weiß ich. Erstmal kurz die wieder aktivieren. Wir müssen ja so komische Samen sammeln, deswegen verstehe ich gerade, warum das nicht so jetzt ging. Ja, der Weg ist richtig, auf jeden Fall gut. Nein, immer noch nicht. Später. Viel, viel später vielleicht sogar. Vielleicht so spät, dass es niemals stattfinden wird. Dass wir vielleicht auch vorher sterben werden. Wer weiß das schon? Man muss sagen, bis jetzt sind wir, glaube ich, nur so zweimal gestorben. Könnte das sein? Ich muss da hoch, ne?
So, da laufen wir den Weg lang und ja, genau, okay, gut, passt. Wobei ich will lieber. Nein, das ist komisch. Muss so funktionieren. Wieso falsch auf den Trichter euch? So, die nächste links. Und dann nehmen wir noch die andere Aufgabe. Genau, das zu Ostion zurückkehren. Ja, dann laufen wir erstmal da lang. Ach, ihr hättet auch hochgehen sollen. Ah, verfickte Scheiße. Ich geh mal da oben hoch. Hopp, renn mal, Kind. Danke. Wie ich recht hatte. Aber nein, Boogie meinte wieder so, nö, muss ich nicht tun, die alte Schnauze. Ach, ist es nicht süß, wie der Kleine sich mal im Dreck suhlt. Ach, schon knuffig. Wenn die Bären noch leben, dann ist es gut. Ansonsten gibt es Felder raus. Wäre aber auch mein trotzdem Bärenfleisch zu essen. Aber ich stelle mir das relativ zäh vor, muss ich zugeben. Könnt ihr mir nicht vorstellen, dass es leicht wäre. Warte mal, war das nicht schwer oder so? Mittel. Probieren wir mal. So. Reflexe, meine Freunde. Reflexe. Only Geschwindigkeit ist Rechteck. Chica, ich habe meinen Psychologen mitgebracht für dich. Na, schwer für dich, aber dein Chicolo ist tot. Ich kann nicht glauben, dass Turin tot ist. Doch. Aber damit kann ich mich jetzt auch nicht beschäftigen. Danke, dass ihr mir diese Schriftrolle zurückgebracht habt. Ihr ahnt ja nicht, wie wichtig sie ist. Turin Eile? Bitte, ich kann nicht. Ich muss klar denken. Ich muss in diesen Wäldern etwas erledigen. Anschließend, später. Ich werde alles wieder in Ordnung bringen. Gut, lebt wohl. Tja. So, die nächste rechts entlang. Doch, ich habe eine Aufgabe, glaub mir, Spiel. Du weißt es nur noch nicht, oder ich finde es ja gerade nicht. Wie heißt die Aufgabe eigentlich genau? Wir müssen zu Ostion zurück. Flöte. Die Blüte. Das ist die schöne Aufgabe. Abgewetztes Futter. Oh, gut. Wer es braucht. Ach, guck mal, da ist ein Toter. Schon wieder. Ach, stimmt, ist halt ein von vorhin. Ja. Ich entsinne mich. Dö. Ach, schön, wenn man so ein paar Aufgaben parallel abarbeiten kann. Das ist mal mega. Ja, schön. Oh, nö. Mit dem Dicken müssen wir uns auch noch anlegen. Miau! Mau! Okay. Okay, fickt euch. Alter, das gibt's doch nicht. Alter, ihr seid schon so kleine Schwanzlutscher, ne? Ach, Kind, du bist immer so träge. So, wir wissen nicht, ob von dem epischen Zauber schon rumgesprochen, ha? Ach, da unten haben wir noch einen. Ja, komm doch mal her. So. Meine Herren, du. Waren die gerade lästig? Oh, cool. Kann ich runterschmeißen? Ach, schade, darf ich nur noch durch. Ach, Mann. Das ist toll geworden, ja, noch 100 ging's. Das wäre. Ach doch, das hat mir jetzt gefallen. Keine Perspektive.